So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Und es ist überhaupt nicht aufgefallen, aber letzte Woche bei der Raid am Mittwoch Folge habe ich vergessen, mein blaues Hemd anzuziehen. Ich hatte da mein weißes, lumpiges T-Shirt an, was ich jetzt übrigens auch drunter trage, ne? Weiß aber keiner, weil das ist ja unten drunter. Und wundert euch nicht, wieso ich vielleicht so einen roten Mund habe. Ich habe vorhin noch Chili-Nudeln gegessen und ja, das sieht man nachträglich ja immer noch eine Zeit. Ich habe das ja gewechselt. Ich hatte ja sonst immer über dem Hemd, das habe ich ja immer bei der Raider Mittwoch-Folge an, das blaue Hemd mit dem schwarzen T-Shirt drüber, weil das auf der Kamera dann auch immer so dunkel wird und komisch mit den Farben. Habe ich beschlossen. Sorry, das war die Schwipschwapp, die hier rumsteht, gekühlt, richtig genial. Schwipschwapp, gönnt euch jetzt. Auf jeden Fall habe ich dann das T-Shirt weggelassen. Nur das Hemd sah eigentlich auch ganz vernünftig aus. Und jetzt habe ich aber letzte Woche vergessen, das Hemd überhaupt anzuziehen. Ist aber keinem aufgefallen, richtig genial. Hashtag blaues Hemd, so muss es sein. Wir haben jetzt aber wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war dann auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche bei Dagro mit einem 100% Blutzug. Guckt euch das an und hat er das erlöst? Gibt's das überhaupt als, ja, natürlich gibt's das als Krypto-Pokémon. Dieses Blutzug in der Nähe von Heidenheim an der Brenz, wer kennt's nicht, richtig nutzlos. Warum erlöst du's denn dann? Was machst du jetzt damit? Entwickeln, hochziehen, auf Level 40 pushen bei der Max Out Monday Folge oder wegschmeißen? Das wäre interessant. Das ist bestimmt kein Schocker wie das Alola. Wie das 100%ige Alola Vulpix, was einer weggeschmissen hat mit Videobeweis. Das könntest du mit Videobeweis auch wegschmeißen. Es wäre trotzdem kein Schocker. Das ist natürlich aber nützlicher, nämlich ein 100%iges Schilderus, obwohl. Eigentlich ist Schilderus auch nicht nützlich. Ist aber cool, den 100er zu haben auf jeden Fall. Ist ja noch nicht so alt. Und immer noch von Dagro ein Shiny Spoink auch gefangen. Richtig genial, bei ihm läuft's also. Dann der Juli hat uns gezeigt, mein zweites, genauso schlecht wie mein erstes, ein Shiny Stolunior. Und so würde man gar nicht erkennen, dass das ein Shiny ist. Denn bei dem Shiny sind ja nur die Augen anders und das hat dann statt blaue Augen rote Augen. Beziehungsweise gut, wenn ihr hier ganz genau hinguckt, seht ihr das, wie rot das ist? Oh mein Gott, jetzt muss ich's wieder wegmachen, ich habe schon Angst gekriegt. Dann der Bockwurst King mit einem Shiny Formeo. Oder so wie es aussieht, ein Shiny Hodensack, der sieht. Das sieht so genial aus. Guckt doch mal dahin einfach nur. Seht ihr das? Der Hoden, richtig genial. Shiny Hoden in the building. Dann der Franke Behrendt. Schöne Grüße aus Kölle da. Endlich mal wieder Glück gehabt. Ich saß gerade in der warmen Küche. Mein Avatar läuft zum Pokestop. Ich gedreht und gekämpft und schwupps, Shiny. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Ein Krypto Shiny Sneeble oder Shiny Krypto Sneeble. Würdet ihr das erlösen oder würdet ihr das als Krypto-Shiny behalten? Ich finde, Krypto-Shinys sind natürlich nochmal seltener. Shiny Sneebels könnt ihr ja so bekommen, brüten oder auch in der Wildnis fangen. Aber Krypto-Shiny würde ich immer als Krypto lassen und nochmal eine ganz neue Sammlung anfangen. Bockwurst ging auch, Shiny Nagelotz dabei. Vorbelastet hier aus der Quest mit einem 100%igen Zorbiris. Zorbiris, nicht Zorb. Zubiris, dann der Ash Ketchup, hat ein 100%iges Hypno erlöst. Auch richtig genial, ich sag doch, es vergeht keine Woche, wo nicht jedes Mal 1000 Leute irgendwelche Hunderte aus den Kryptostops erlösen. Auch der Ash Ketchup mit einem Evoli mit, was war das, 93% vielleicht? Hat auf jeden Fall alle Werte auf 14. Schade, echt mies. Und ihr wisst ja, wie das ist, wenn, bevor es die neue Bewertung gab, stand dann immer da: Dein Pokémon hat den besten Satz, es hat alle drei Werte als die besten Werte, richtig genial, aber doch nur das zweite, das tut mir aber leid. Also das ist ja unterschiedlich für die Teams, aber man hat immer so einen Schock bekommen, man sieht, was, der beste Satz, was, das ist das, die beste Eigenschaft, Angriff, WP, KP und Verteidigung, oh mein Gott! Dann kam immer der zweite Satz und alle waren frustriert, weil sie wussten, es hat entweder 14, 14, 14 oder 13, 13, 13. Dann der Fischi, hab was für dich, Kotbrot, ne? Der hat hier ein Alola Shiny Mauzi gebrütet. Die Petra, die habe ich letzte Woche vergessen, die ist irgendwie verschwunden. Ich habe den Screenshot aber nochmal gefunden, hat auch bei ihrem ersten Terrakium Raid in der Terrakium Raid Stunde ein 100%iges Terrakium bekommen, also
Richtig genial. Pupsi hat schon 2,98er, aber kein 100er. Dann der Fischi auch noch mit einem Krypto-Shiny Mauzi. Auch unbedingt behalten, nicht erlösen. Ich sag's dir, ich zieh dir die Gräben lang. Das erste seit Regigigas, der Bockwurst-King. Steht wieder da eigene Nummer. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall ein Shiny Panzer-Aeron. Dann habe ich getauscht mit Adi, nicht getaucht, sondern getauscht mit Adi und ein Lucky Smogmog, ein Gala Lucky Smogmog, ein diese ganzen Begriffe Lucky Gala Smogmog oder Gala Lucky Smogmog, wie rum würdet ihr das sagen, Lucky Gala oder Gala Lucky? Ist egal, eigentlich hätte man das ja gar nicht als Lucky gebraucht, weil wenn man ein Lucky Smogmog hat, ist ja sowieso der Lucky Eintrag schon da. Ich wollte aber gucken, ob ich vielleicht einen 100er kriege und ich das einfach cool finde trotzdem, deswegen habe ich das getauscht. Gleich danach auch den nächsten Glücksfreund bekommen mit Super Sani natürlich. Frank Behrendt 123, das Mauzi ist dabei, auch hier Shiny Mauzi bekommen. Ihr seht, das könnt ihr auch so bekommen, also niemals das Krypto Mauzi erlösen, das Shiny Krypto Mauzi natürlich. Dann habe ich glaube ich letzte Woche schon Leute gezeigt, die ihren Buddy immer umbenennen und irgendwas mit Ramses dahin schreiben oder Ramses Iswo oder der Dicke oder sonst was. Jetzt habe ich ganz neu in meiner Liste den Bret Hart. Wer kennt noch Bret Hart aus der WWF damals mit dem Sharpshooter? Richtig genial. Nicht nur, dass das also ein Wrestling-Fan sein muss, nicht nur, dass auch der Buddy mit dem lilanen Nebel und sein Outfit, dieses Mewtwo-Outfit mit den lilanen Klamotten irgendwie zu Bret Hart passt. Und der Name irgendwie cool ist. Ich habe das meiner Mutter gezeigt. Guck mal, wie der heißt. Und sie, was? XXBR3TH? Verstehe ich nicht. Und ich, guck doch mal, da steht doch Bret Hart einfach. Und so, ach so, jetzt sehe ich das. Der hat auf jeden Fall hier auch ein Shiny Krypto Sichlor und hat seinen Buddy genannt natürlich Ramses mit freundlichem Smiley. Grüße gehen raus, also an Bret Hart. Richtig cool. Dann habe ich den Richie neu in meiner Liste. Der hat auch seinen Buddy umbenannt in der dicke Rami. Wir hatten ja letztens, glaube ich, einen, der hieß dann Ramses der Dick. Und der hat das dann umbenannt in Ramses D. Dicke. Also statt der, damit das besser hinpasst und besser aussieht. Wir haben hier aber auch der dicke Rami vom Richie. Auch coole Sache und vor allem Team Gelb. Richtig cool. Simon, 163U hier und Ramses Abo auch dabei. Auch Dankeschön dafür natürlich. Hier, genau, Stinkbombe war das nämlich. Der hatte Ramses der Dick als Buddy und jetzt hat er Ramses D. Dicke, damit das besser hinpasst. Auf jeden Fall sehr cool, da habe ich drauf geachtet. Genau wie bei Vorbelastet, Ramses YouTube und ein paar Herzchen. Das ehrt mich natürlich. Beim typisch Andy, der wollte damals unbedingt ein Ramaidon haben. Das habe ich dem getauscht und ich heiße ja eigentlich Ramon. Und deswegen hat er das Ramaidon dann in Ramondon umbenannt. Wollte ich auch mal zeigen. Krypto Saphir natürlich immer am Start. Immer den Buddy irgendwas benannt mit Ramses oder die Dicken oder auf die Dicken oder YouTube oder sonst was. Hier jetzt wieder Iswo und Ramses mit Sternchen. Jetzt aber weiter hier, Bobse Rob, Event hat begonnen, Shiny Onyx. Und das Onyx sitzt ja wirklich so oft überall rum. Die Leute, die also noch keins hatten, haben jetzt richtig gute Chancen. Bockwurst King mit einem Shiny Eboli. Der Stefan Landei zeigt uns hier, das muss doch sicherlich irgendwo in Russland sein, oder? Dass die Leute da einfach so auf der Straße rumliegen. Nokchan hat auf jeden Fall zugeschlagen, hat den Passanten da ausgenockt, was auch immer da passiert ist. Er hat sogar einen Schuh verloren, also guckt euch das an, richtig genial. Das muss ich hier als Vorschaubild nehmen, das finde ich richtig bestialisch, richtig heftig. Kurz nacheinander gefangen hier von der Terrorzicke, die hat hier unten einen Shiny Skorgler bekommen und kurz danach das zweite Shiny Skorgler. Skorgler auch ein sehr schönes Shiny natürlich von den Farben her. Dann der Robby hat ein 96%iges Trassler erlöst. Fand das noch sehr traurig und da habe ich gesagt, du weißt doch aber vorher, dass es ein 96er wird. Und deswegen erlöst doch nur 100er, dann bist du danach auch nicht so enttäuscht. Dann haben wir hier vom Justin Pokémon, der hat hier einen Luturzel und ein Paras. Und da sieht man natürlich, wie das im Spiel aussehen würde, im Comic. Wie die sich da schützen, wie das Luturzel, das kleine Käfer-Pokémon, behutsam an sich nimmt. Man Auto Aim hat hier ein Shiny Sonflora. Hat er sicherlich entwickelt oder getauscht? Weiß ich nicht. Da sind noch 4 Bonbons. Sicherlich beim Entwicklungsevent einfach entwickelt, für eine Aufgabe Shiny Sonkern gehabt.
Der Brian, der RWE-Brei, zeigt uns hier ein paar hässliche Kuscheltiere. Guckt euch die an. Also das, ich weiß nicht, die Babys, die... Das rechts weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Das Despota sieht richtig komisch aus. Das Baby vom Despota, das geht vielleicht noch. Sieht irgendwo ein bisschen süß aus. Dann Dragoran sieht eigentlich gut aus, aber da finde ich das Baby richtig komisch. Das ist einfach nur, weiß ich nicht, so wie eine Made. Das ist gar kein kleiner Drachen, das ist einfach nur eine Made. Dann haben wir hier Bobserob, auch mit einem Shiny Skorkler. Läuft natürlich vorbelastet. Wusste bis gerade eben nicht mal, dass es den als Shiny gibt, ein Shiny Lunastein. Gibt es aber schon lange bei dem Sonnen-Mond-Wende-Event-Dingsbums, war das ja damals. Lunastein Sonnenfell eingeführt. Diventeri, wie auch immer man das ausspricht, gleich das erste Burmi angetippt und Shiny, natürlich das Trashige als Mann. Deswegen könnt ihr das nur zum Moterbel weiterentwickeln, aber Moterbel sieht ja auch am besten aus, weil man da den Unterschied wenigstens sieht. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Die Terrorziege zeigt uns, nachdem sie also zwei Shiny Skorkler bekommen hat, kurz hintereinander, kriegt sie einfach noch einen Onyx und noch einen Skorkler, also drei Skorkler in kurzer Zeit und ein Onyx, richtig genial. Auch der Mitchell aus Thema mit einem Shiny Sichlor. Der Juli wieder mal mein viertes Lavados aus der Feldforschung hintereinander. Was habt ihr beim letzten Mal aus der Feldforschung bekommen, also aus dem Durchbruch? Schreibt's mal in die Kommentare und vor allem, habt ihr ein Shiny dabei gehabt? Man Auto Aim, wie auch immer, mit einem Shiny Visa Knosp, erster Raid. Da ging nämlich dann, glaube ich, auch der Raid Day los mit den Startern. Also hier, erster Raid bei ihm, Shiny Visa Knosp, die Blechgoldsau, also Blechgoldsau. Im ersten Raid am Theater Shiny Glutexo, auch sehr genial. Kurz danach Shiny Glurak einfach auch noch. Das ist nicht entwickelt. Der hat wirklich einen Shiny Glurak und einen Glutexo bekommen. Beim Glurak kann er sich ja jetzt leider die Community Day Attacke nicht holen. Wenn er mit dem Glutexo aber abwartet und das eben am C-Day Wochenende entwickelt, kann er dem Glurak dann also die Loher-Kanonade beibringen, was sinnvoller ist, da das eben ein effektiverer, stärkerer Angriff ist. Der Fischi auch im selben Raid zusammen mit dem Max ein Glurak bekommen. Das war richtig genial. Das Video müsstet ihr ja gestern gesehen haben von der Raid-Tour mit den Startern. Dann hat der Max auch sein Celebi endlich fertig gemacht, also wo er damit herkam. Wo hat er denn einen Celebi-Raid gemacht? Bitteschön. Dann Wolle der Teufel, auch mal Glück gehabt hier mit einem weiblichen Shiny Burmi Pflanze, was ihr natürlich zu Burma Damm entwickeln könnt. Dem habe ich danach mal eine Nachricht geschrieben, mal gucken, wie er drauf reagiert oder ob er mich gleich blockiert. Hier seht ihr, wie es in der Nähe aussah, in der Nearby-Liste. 12 Raids auf, aber leider nur kleines Gedöns. Der Max nochmal mit einem Shiny Ibiza Knosp. Die haben dann nachher noch weiter geradet. Ich habe nur die Vierer gemacht, die 5 freien Pässe weg. Gefa hier mit einem Shiny Glutexo. Ash Ketchup mit einem 96er Ibiza Knosp. Ash Ketchup mit einem 96er Glutexo. Ash Ketchup mit einem 96er Glurak. Und das ist nicht dasselbe, weil die Werte sind ja anders verteilt. Gefa nochmal mit einem Shiny Ibiza Knosp. Was er dann auch schon entwickelt hat, obwohl ich an seiner Stelle natürlich gewartet hätte, dass man das Shiny auch mit Flora-Statue bekommt am C-Day, ist aber sein Bier. Er hatte angeblich noch ein paar gute auf der Hand, die er dann entwickeln kann. Dann der Bier-Benny hier auch mit einem Shiny Shillock am Raid-Day, denke ich mal, und einem Shiny Sonnenkern hinterher. Dagro wieder mal mit einem 100%igen Onyx und das könnt ihr direkt entwickeln zum Stalos, obwohl Stalos eigentlich auch kein gutes Pokémon ist, damit macht man eigentlich nichts. Ich habe damals mein 98er gemaxt und mich dann gewundert, wieso das gerade mal so die 2000er Marke erreicht. Also würde ich nie wieder machen. Der Gabriel bzw. der Krypto Saphir hier, immer in der Nähe von der Basel-Landschaft, Schweiz, mit einem Arktos aus dem Feldforschungsdurchbruch. Ist das ein Shiny? Ja, das ist ein Shiny. Ein Shiny Arktos aus dem Feldforschungsdurchbruch und ein 100%iges Groudon hinterher mit Lehmschelle und Erdbeben, soll das bestimmt heißen, L und E, auf Level 15 eben, weil es aus dem Durchbruch kommt. Richtig genial.
100er Kyogre habe ich ja, 100er Groudon habe ich leider nicht. Ich kriege auch immer nur Mist aus dem Durchbruch. Ein 100er Groudon hätte ich aber gerne auch mitgenommen. Juli, 100% erlöstes Enton. Gefa, 98% Glutexo. Vorbelastet, diese Beschreibung. Steh still, du Wandersmann. Schau Jesus Leiden an. Ne? Dann mach das doch mal. Finde ich gar nicht schlimm, die Beschreibung. Ist doch ganz nett geschrieben. Dann hat der Ash, was eigentlich gar nicht so, hat ja mit Pokémon nichts zu tun. Ich habe trotzdem mal zwei Bilder jetzt mit reingenommen. Also haltet euch fest oder haltet euch die Ohren zu oder fallt vom Stuhl. Hallo, bin ich bei der Feuerwehr? Nein, ich bin bei der Feuerwehr. Sie sind irgendwo da draußen und telefonieren. Was für ein Scherzkeks. Sieht doch aus wie... Wie heißt der hier? Weiß ich gerade nicht. Wie der Typ mit der Glatze auf jeden Fall. So sieht er aus. Richtig verarscht einfach mal. Ihr ruft bei der Feuerwehr an und ihr werdet einfach nur geprankt, ja. Die Zeit der unsichtbaren Schwänze ist da. Fand ich auch sehr lustig, das Bild. Obwohl das natürlich sehr pervers ist, aber... Nachhinein betrachtet sieht das einfach wirklich so aus. Gefa nochmal mit einem 98%igen Glücks-Evoli. Der hat noch ein bisschen getauscht. 98% Glücks-Stolrak. Ist okay, leider nur Angriff auf 14. Noch ein 96%iges Evoli hinterher. Leider das Level nicht ganz so gut. Pokémone, auch hier Shiny, 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 alles Mögliche. Da hat sie ihr Shiny Alola Slimebock entwickelt. Miraplan gefangen, Onix gefangen. Perlu gefangen. Perlu ja auch so ein Spezialkandidat, wo man nicht weiß, was jetzt die Entwicklung beeinflusst. Man da immer Glück haben muss. Vorbelastet mit Skorgler am Start. Vorbelastet und jetzt direkt ein Shiny Onix. Hinterher der Kenny, wenn man auf Shiny Burmijagd ist und bekommt einfach mal ein Sepa, ein Pandimos und ein Sichlor. Also kann man alles natürlich mitnehmen. Fischi noch mit einem Panzer Aeron. Pokefreak mit einem Shiny Sichlor und einem Shiny Perlu. Das andere war vorbelastet. Die fangen alle immer zu dasselbe, aber das liegt sicherlich an dem Entwicklungsevent. Ihr seht, das läuft richtig gut und hier innerhalb von einer Minute am 8.12. Perlu und Sichlor beide als Shiny gefangen. Also richtig genial. Nachtmare auch, Aktion Gelb bis Mitternacht wird gestartet. Und haben sie es geschafft? Na, was denkt ihr? Natürlich nicht, ne? Mission failed. Die anderen haben es zu früh mitbekommen. Aber ihr seht, das sind relativ viele Arenen trotzdem gelb gewesen. Ging dann aber nicht ganz auf. Aber trotzdem immer mal lustig, wenn man solche Aktionen macht. Mitchell mit einem Shiny Onix auch. Nägelmon, Shiny Quaxo, Shiny Skorgler, Shiny Enton, Shiny Sichlor, Shiny Mobile. Der übertreibt es halt komplett einfach nur. Shiny Griffel, ach, hör doch jetzt auf, der Robby, genau. Robby, zeig mal, was du hast, denn der Nägelmon, der hat einfach zu viel. Yippie, endlich wieder mal ein Shiny, so geht's. Die einen freuen sich, dass sie überhaupt mal was bekommen und die anderen, die wissen gar nicht, wohin damit und müssen den Beutel erweitern, damit sie alle auf der Hand haben können. Ein Shiny Schnäppke also, auch mit relativ guten IV natürlich. Pushna noch mit einem Shiny Skorgler. Pushna in einmal Jenny, einmal ich. Da wird das Skorgler wahrscheinlich der Jenny gehören. Und das Mediti ihm, aber auch beides Shiny. Der Brian mit einem 100% erlösten Trassler. Auch sehr cool, auch für den C-Day natürlich zum Entwickeln. Der Tobi mit einem Mikachu. Der Kenny mit einem Shiny Burmi, jetzt hat er also endlich eins, leider auch ein männliches, ist aber nicht schlimm, wenigstens überhaupt mal eins. Pokefreak Red mit einem Magpie geschlüpft, Fischi, gestern getauscht mit Juli, ist nach dem gefühlten tausendsten Anlauf auch mal Glücks geworden. Ein 98er Glücks-Psianer mit 2865, hat er wohl versucht gleich zu maxen. Oder ist gemaxt? Hat er keine Bonbons mehr? Oder was? Was hat er da gemacht? Oder war das eben schon auf dem hohen Level und getauscht? Also, da geht einiges ab, wie ihr seht. Ich habe immer gesagt, bei den Entwicklungen von Evoli, wenn man sagen sollte, was das Beste und Effektivste und Stärkste ist, Psyana auf jeden Fall weit vorne dabei. Sehr effektiv natürlich. Kenny auch hier mit einem Terrakium 100% 21.13. Glückwunsch, hätte ich auch gerne. Bin ich schon ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Ash Ketchup wieder mit einem Shiny Burmi im Regen. Juli HBN aus dem 5-Kilometer-Ei, ein Shiny Sneeble. Der Juli
mit einem Schnäppke 98%, aber richtig miesen WP. Pupsi dann auch, na endlich, auch mit einem Shiny Burmi und diesmal auch ein weibliches, was ihr eben zu Burmadam entwickeln könnt. Deferis, erstes Shiny seit langem, Shiny Sepa, Mitchell, Shiny Burmi, männlich, Bockwurst King, 100% Fluffeluff, gebrütet, Dagro, endlich Shiny Zwirlicht, Dagro, Shiny Mirabla. Dann habe ich gestern, wie gesagt, das Video hochgeladen von dem Starter Raid Day und ihr seht ja auch von Darkshape. Schau mir das Video jetzt an, wird bestimmt cool. Allein am Anfang mit dem Baby Blechgoldsau oder so. Hashtag Blechgoldsau, weil wir haben ja den Max in der Gruppe, Blechgoldsau. Und ich sage immer scherzhafterweise, die Blechgoldsau hat wieder zugeschlagen. Hat sogar einer einen Hashtag Blechgoldsau gemacht, Darkshape. Grüße gehen raus, sehr cool auf jeden Fall. Pupsi, heute früh kann man mal mitnehmen mit einem Shiny Spoing. Der Mann Auto A mit einem 98% erlösten Knofenser, Sally Maus und Pushner, beide dank der Karte vom Xtreme ein 100%iges Quiekel bekommen und gleich zum Mamudel entwickelt. Da muss man nicht unbedingt auf die Community Day Attacke warten, denn als Eisergreifer ist es eigentlich nützlicher, als wenn das jetzt mit Antikkraft bestückt ist, außer ihr spielt gerne PvP. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die gerne PvP spielen. Spaß. Dann Ash Ketchup heute noch aus dem 10-Kilometer-Ei mit einem Shiny Shinox. Und, also ist es immer noch nicht, gut. Das Dragoran hat mir noch was geschickt aus einer Ingress-Gruppe. Da würde ich sagen, Peace out, Vorhaut. Da ist einfach mal ein Pimmel hingemalt. Also so kann man das auch machen. Ich habe keine Ahnung von Ingress, aber sieht auf jeden Fall lustig aus. Cassiopeia noch mit einem gebrüteten Wablu oder einem gebrüteten Kindwurm. Das kann sich nicht ganz entscheiden. Das seht ihr hier, es kommt da raus und hat einfach als Bauch noch ein Gesicht. Das ist ein Kindwurm mit Flügeln, also eine ganz, wenn man Pokémon dann züchten kann und kreuzen, wisst ihr ja schon, was dabei rauskommt. Stefan Landei, gestern endlich das erste Shiny und gerade das Hundo. 100% Skorgler, Level 30. 099, 40% auf Level 3, ja, Shiny Skorgler auf Level 3, nimmt man mal mit. Und die, mit was der sein Zeugs immer beschriftet, mit Rauten und mit Ad-Zeichen und mit keine Ahnung und 20T, was heißt denn das T? Also der macht immer ein Kreuzworträtsel aus seinem Zeug. Und was ich vergessen habe vorhin, hatte ich aus Versehen gelöscht, habe ich dann mir wieder gesucht, weil es immer so blöd hin und her schwappt. Natürlich, der Lift-Up-Raider darf auch nicht fehlen. Der Flo hat auch sein erstes Shiny Glurak bekommen aus dem letzten Raid, den wir am Starter-Raid-Day gemacht haben. Er hat also auch eins bekommen. Glückwunsch dafür. Das waren die Highlights jetzt. Und ich glaube, die Folge heute wird einfach mega lang. Deswegen gucken wir jetzt noch auf den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt heute vom Bockwurst-King, auch vom Raid Day, denn der hat ein Glutexo gemacht, hat ein Shiny Glutexo bekommen in Sonneberg mit 100% IV. Das ist richtig genial. Ihr wisst ja, ich war ja auf Suche nach Glurak, obwohl ich bei Glurak dann natürlich nicht die Spezialattacke erhalten kann. Ich aber Shiny Glurak cool finde, ich habe da ja ein paar, aber von den ganzen Startern, von den letzten, von den Vierer-Raids, hätte ich lieber Glurak gemacht als die anderen beiden. Er bekommt einfach mal Shiny Glutexo als 100%iges und ich hoffe, er hat es nicht entwickelt und er wartet bis zum Wochenende und entwickelt sich dann ein 100%iges Shiny Glurak. Zieh das hoch mit C-Day-Attacke, also das ist auf jeden Fall ein Schmankerl, da bin ich neidisch, richtig geniale Sache, Grüße gehen raus, Glückwunsch dafür, das war es aber von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin wieder, Peace out, Vorhaut, euer Ramsus.